Hallo zusammen und willkommen zum Biggest Hit, den ich versuche auf Ifrit zu machen. Natürlich gleich der Start hier bei uns. Nochmal kurz schauen, dass wir uns nicht verballern. Ifrit kann Schaden bei einem Gegner machen und Eisschilde Attack runternehmen. Das ist das eine. Angriffsverzögerung widerstehen. Das heißt, Stoppuhren sind hier sinnlos. Aber er hat nicht die Fähigkeit, so als Beispiel, dass wir uns nicht buffen können oder dass er keine Divas bekommt oder irgend so ein Schnickschnack. Deswegen können wir alle Varianten, die wir wollen, mitnehmen. Eigentlich wollte ich das Kim-Kostüm mitnehmen, aber dann hätte ich keinen Slot mehr. Also dann hätte ich was anderes rausnehmen müssen. Also wahrscheinlich Kobalt sogar, aber der hat so viel Attack-Power, dass ich das nicht machen kann. Deswegen nehme ich das Titanbanner mit und dann die üblichen Verdächtigen. Logischerweise. Titanbanner für den Attack ab. Und ich habe meine Truppen so verteilt, dass der mit dem höchsten Angriffswert auch den höchsten Angriffsmultiplier bekommt. Mit dem zweithöchsten Angriffswert den zweithöchsten Multiplier. In dem Moment ist das Grimm. Dritthöchster ist Mickey, dann kommt Jot und dann kommt Nordri. Deswegen einfach so gestaffelt, um die maximalen Angriffswerte rauszuholen, die es geht. Und ich halte jetzt die Klappe, weil will mich konzentrieren und das Ziel sind 900.000. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Im ersten Versuch haben wir noch plus 20% Mana weg. Das wollen wir auf jeden Fall nutzen. So, und es geht schon ziemlich beschissen los. Müssen wir mal den machen. So, zack, zack. Jetzt haben wir das hier nochmal bekommen. Attack-Up hätte ich vorher setzen können. So. Jetzt haben wir schon eigentlich was Freshes. Ich muss schneller spielen. Ich muss schneller spielen. Ich glaube, ich werde gleich mal einen Wirbelwind hier benutzen, weil ich habe leider keine Dreier-Kombi drunter bekommen. So. Wie lange hält der Attack-Up noch? Zwei Züge. Jetzt müssen wir schon wieder das machen. Müssen wir das machen? Müssen wir nochmal einen Wirbelwind machen? Das ist gut jetzt. Es geht alles ineinander über. So, zack, 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 zack. Machen den Attack-Up mal an. Spielen jetzt das erste Mal, was wo er uns Auto-Attacken kann in der Theorie. Aber hier passiert gerade gar nichts. 500.000 ist nicht viel. So. So, jetzt haben wir endlich mal einen Off-Color-Diamant bekommen, um das Board zu bewegen. So. Man muss natürlich so viel wie möglich Diamanten bekommen. Ansonsten läuft das Ding hier schief. So, Attack Up muss drauf. Wir machen den Wirbelwind, dann machen wir alle nochmal an. Und dann machen wir den. Und dann drücken wir mal den, weil der in den blauen übergeht. Dann haben wir vielleicht mehr blaue. Das ist jetzt nochmal eine schöne Damage-Kombi, der hat 200.000 gebracht. Aber von unserem Ziel, was wir eigentlich wollten, sind wir meilenweit weg. Okay, meilenweit vielleicht jetzt nicht, aber ziemlich. Kommt hier noch mal ein bisschen. Ich mache mal den Attack-Up an. Jetzt kriegen wir nämlich gleich noch mal den Tornado freigeschalten. Ah, okay. Auf 900.000 kommen wir, glaube ich, nicht ganz. Ja, vielleicht doch. Ja, das war ziemlich genau der Hit, den ich eigentlich wollte, aber es lief nicht so optimal. So, wir haben immer noch plus 100% Angriff, logischerweise. Jetzt haben wir aber keine schnellere Mana-Regeneration, aber wir gehen nochmal rein, versuchen das Ergebnis nochmal zu toppen. Gehen so rein, so zack, zack. Nochmal den. Zack, zack, zack. Nochmal den. Kriegen ein bisschen Bewegung rein.
können auch so mal einen Stunt spielen, können auch so mal einen Stunt spielen. Machen hier nochmal die Bewegung. Klar, schade, da hat nicht viel gefehlt zum Diamanten. Jetzt haben wir einen andersfarbigen Diamanten bekommen. Ach schade, hätte die Drachenbombe direkt oder mal Schwenk gehabt. Da haben wir auch Glück. So, jetzt können wir das hier nochmal machen. Und jetzt machen wir nochmal alles an hier. Zack, zack. Bitte nicht den Diamanten. Sehr gut. So. Und jetzt holen wir uns Farbe. Komm schon. Und noch einmal, bitte nichts auslösen. Perfekt. Und nee, den brauchen wir nicht. Ist noch alles da. Das ist ein guter Hit. Gute Combo. So. Wir brauchen Off-Color Diamanten, weil On-Color kriegen wir auf keinen Fall. Wird gerade nichts mit Diamanten. Gehen wir anderweitig noch Bewegung rein? Ne, schwierig. Das Board ist gerade so ein bisschen halbtot. Ich kann nur hoffen, dass er jetzt quasi nicht den Nordri wegmacht. Nee, macht er nicht. Und noch einmal spekulieren. Aber ich kriege keinen Off-Color-Diamanten. Das ist ziemlich schade. Auch hier nicht. Mal hier nochmal an. Zack. So. Zack, zack. Komm schon, gib mir einen Diamanten. Nee. Ich glaube, wir machen noch einen dritten dann. So, zack. Ja, das war belastend schlecht. Jo, einen machen wir noch. Und tja, wir müssen direkt so spielen. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Das ist gut, endlich mal eine Kombi. Aber es gibt keinen Off-Color-Diamanten, das ist echt schade. Echt schade. So, dann können wir den machen. Jetzt haben wir einen Off-Color-Diamanten, aber von der Off-Color-Farbe nicht viel. Der hätte doch mal automatisch jetzt auslösen können. Das wäre schön gewesen. Oh, da kriegen wir doch noch einen Stun hin. Zack, zack, zack. So. Und nochmal. Komm schon, spiel uns alles in die Mitte, jawohl. Nochmal den. Naja, wir müssen jetzt eh eine Runde warten, bis wir einen Attack ab, bis wir das Banner wieder bekommen. Komm schon, gib uns das Banner, ohne dass einer stirbt. Ja, sehr gut. So. Machen wir die drei und jetzt hoffen wir, dass. Komm schon, gib uns mehr Blau. Naja, das wird vielleicht 600.000 am Ende, wenn wir glücklich sind. Wir schon extrem glücklich sein, dass hier noch irgendwie was fällt. So. Das ist keins dann. Ja, 600.000, wie gesagt. Kommt hier nochmal blau? Naja. Also der erste war doch der beste, das war die Zielstellung.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.